Oh mein Gott, auf was haben wir uns da nur eingelassen? Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Torsager Toto, beim Clan. Im Moment True Warriors 2, aber wir switchen während dieser Folge auch in den True Warriors 1 Clan, denn unsere Clan-Kriegssuche ist beendet und sie war auch, ja, sie war gar nicht mal so lange. Also für 2x50er Clan-Kriegssuche ging das dieses Mal wirklich fix. Und warum das so fix ging, ja, das seht ihr jetzt hier. Also wir sind hier eine gute Truppe, so gut wie kein Engineered hier dabei. Wir haben ja 8er, wir haben unten 4 7er und haben dann eine ganze Masse 9er. Also die Masse der 9er überragt hier auch, muss man mal so sagen. Dann haben wir hier so ein bisschen 10er und also hier bis ab 9 Schulte und wir haben auch gar kein 11er dabei. Also kein 11er hier mit drin und wir gucken mal rüber, wie es da aussieht. Ja, da haben wir schon mal einen 11er, tolle Wurst. Dann haben wir hier ganz, ganz viel 10er, nämlich viel, viel mehr. Dann haben wir hier nochmal zwei 11er. Ja, also wieder gegen so eine Engineer-Truppe, aber wir gucken einfach mal rein, um das Ganze so ein bisschen zu analysieren. Ist ja auch ja mal, ich hoffe, das ist auch interessant für euch, mal so eine CK-Analyse hier zu sehen. Aber wir sehen natürlich auch den einen oder anderen Kampf noch, gar keine Frage. Und ja, ist eigentlich machbar, denke ich mal, sogar noch für den RH9, obwohl die hier schon auf 5 sind, zwei Stück auf 5. Na, schon ein bisschen mehr Schaden als zwei Stück auf 3. Ja, also für den RH9 hier ist das schon knackig. Aber ein RH10, denke ich mal, der kann so eine Base, ja, mal sehen. Locker machen, wissen wir noch nicht, aber ihr seht das hier, 9er, 9er, 9er und dann hier unten noch 10er, ja. Also auch wieder, naja, sind es wirklich Engineered Bases, 220 Truppen, das ist RH9 Status und auch der Rest, ja, ist ein mittelmäßiges RH9. Also ich denke mal, da brauchen sich unsere RH9er, da brauchen wir keine Angst vor haben, nur weil hier ein 10er Rathaus steht. Das sind 9er Bases hier mehr oder weniger. Also da geht das Engineering so ein bisschen nach hinten los bei den Kollegen da drüben und auch hier unten 27, ja. Mittendrin hier in den 9ern taucht so ein 10er auf und hat der schon 240? Nein, auch noch alles RH9. Also alles RH9 Status. Ihr seht das hier auch, die Def. Also ihr 9er da bei 2 vs 2. Ihr braucht hier unten überhaupt keinen Schiss haben hier. Die können nichts. Ja, die können nichts. Der hat auch 220 und noch RH8, der 4 drin. Ja, also, das ist, denke ich mal, machbar. Wir müssen hier zwar 14 Leute kompensieren, weil wir eine ganze Masse Rote haben. Aber mal gucken, hier die 8er und die 7er, ja, die werden hier kein überhaupt kein Problem haben. Auch die 7er hier nicht wirklich. Ja, also auch das hier mit diesen Lars hier, das wird ein RH7 hier packen, auch wenn er hier ein bisschen mehr pusten muss. Und hat hier noch eine rumhampelnde Queen, das wird er irgendwie kompensieren. Denke ich mal. Mal sehen, wer im unteren Bereich angreift. Und ich sehe das Ganze aber auch nach wie vor noch zuversichtlich, denn das Kriegslog hier von den Kollegen aus der Türkei ist durchweg nicht so schön. Sie haben zwar jetzt die letzten gewonnen, aber wenn wir oben mal gucken, 183 Siege und fast genauso viele Niederlagen. Also die haben schon 359 CKs gespielt. Das lässt natürlich ein bisschen hoffen. Und aber wie gesagt, wir müssen so ein bisschen kompensieren. Und wir sind natürlich guter Dinge, weil hier bei uns steht hier die Siegesserie auf 5. Ja, ganz klar auf 5 hier. Und wir haben auch ein paar schöne Angriffe hier abgeliefert. Die Defense hat sowieso super diesmal abgeliefert. Ihr seht das hier, richtig viele 9er offen. Timboloro, Kieler Zug, alles 9er. Alle offen hier mit 2 Sterne. Das haben wir an der Stelle viel, viel besser gemacht. Ihr seht das hier, wie hoch wir gedreiert haben. Also schön wieder von unten nach oben gegangen. Richtig krasses Ding hier. Und ich hätte nie gedacht, dass ich hier auch noch einen 9er mache mit dem Schief Barfuß. Aber der war tatsächlich 2 Stunden vor Ende des Clankriegs hier noch offen. Und ich bin dann irgendwann mal reingekommen, spät Nachmittag, und habe gesehen, dass Schulte schon geschrieben hat, hier, Leute, jetzt macht mal da unten eure Angriffe. Und dann gucke ich so, oh, da hat nur noch der Barfuß auf. Oh, dann mache ich mal schnell. Also die Truppe habe ich sowieso ja mal fertig. Ich habe immer einen Gohawk fertig mit dem Schief hier. Und ja, wenn ich jetzt so eine Base sehe, na, Gelächter. Und hier rechts übrigens, auch wieder, ja, da ist er wieder, der Packer, ja, denn der latscht ja wirklich ganz behändig hier, so von Dev zu Dev, so dumm, die dumm, ich bin mal ein Packer und mache alles kaputt. Also wirklich krass, den mag ich mittlerweile richtig, richtig gerne wieder in der Clanburg und komme dann jetzt von oben, wo die
Golems sowieso so gut tanken. Hier in diese, na, ich hätte mal gesagt Lowbase, also RH9 ohne Queen, mit diesen echt starken Teslas hier auf Level 1, ja, die ja nicht mal mehr hier die Magier vom Hocker reißen, ihr seht das. Ja, also überhaupt kein Thema. Ist das natürlich hier, ja, das war ein gefundenes Fressen für mich. Und dann lass den ruhig X-Bögen haben auf 1. Das schreckt hier überhaupt nicht ab. Er ist recht nicht starke 9er, also starke 9er, starke 8er. Und da haben wir einige von, die mittlerweile hier diese Taktiken hier richtig gut beherrschen. Und auch die Truppen haben, den Helden auch auf 10 haben. Und nach wie vor, glaube ich, sind die auch begeistert von dieser Taktik. Go Hawk im RH8-Bereich. Ich hätte fast gesagt, nicht zu schlagen. Nicht zu schlagen. Und habe aber hier noch im oberen Bereich mir einen schönen Angriff rausgeguckt gehabt. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, es ist der Mari hier. Ja, es ist der Mari. Der Mari ist noch nicht so lange bei uns. Ich weiß jetzt auch, dass er Mari heißt und nicht Marix. Der hat schon mal versucht, im True Warriors 1 Clan zu schnorren und hatte aber nicht beigeschrieben, dass er aus TW2 kommt. Und ich wusste das nicht, habe ihn dann abgelehnt und komme dann später mit Barfuß online und sehe, oh, da ist er der bei uns angefragt hat. Also, wenn ihr bei uns im TW1 anfragt oder andersrum, dann sagt einfach, du, ich bin aus TW2, wollte nur gerade ein paar Truppen schnorren. Dann geht das absolut in Ordnung. Dann ist er sowieso dann hier wieder drüben, denn so viel Vertrauen schenken wir unseren Leuten hier, dann kommen die natürlich auch wieder hier rein, machen schöne Angriffe und bleiben hier auch. Ich glaube, der Mari ist auch nicht den ersten CK hier mit dabei. Also, schöner Angriff hier von Nummer 4 auf Nummer 5 hier, RH10 auf RH10. Also, ich denke mal, die Base ist schon ziemlich stark. Sie hat zwar noch ein bisschen RH9 Niveau da mit zwischen, aber hat natürlich durchweg hier auch RH10 Dev schon mit drin und so richtig fette Helden hat er als RH10 auch nicht. Und deswegen finde ich diesen Angriff eigentlich gelungen. Gelungen hier. Also schönes Ding hier vom Mari auf die Nummer 5. Deswegen hatte ich mir den auch rausgesucht, weil er wirklich schön war. Den Clankrieg übrigens von davor, von den Two Warriors 2, den seht ihr am Sonntag. Den habe ich schon fertig. Den wollte ich nur nicht vorher bringen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich natürlich so ein bisschen vorproduziere, denn ich bin ja immer ganz eng an den Clankriegen dran, in verschiedenen Clans. Und deswegen drehe ich natürlich manchmal etwas vor, was ihr dann eigentlich ein bisschen später seht. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Letztendlich wollen wir natürlich schöne Clankriegskämpfe hier sehen und den sehen wir hier auch von Gara auf die Nummer 2. Ja, der Gara war hier zu Besuch. Ihr kennt ihn eigentlich aus TW1. Und aber er hat sich mal gesagt, Mensch, ich mache mal einen Clankrieg im TW2 mit. Super, gerne. Also überhaupt keine Frage, wer hier mal aus dem TW1 hier mit rocken will. Wir haben ja auch so ein paar jetzt aus TW2 bei uns mit drin. Da schalte ich gleich übrigens nach diesem Kampf hier auch rüber. Der kann das natürlich gerne machen, überhaupt keine Frage. Ich hätte fast gesagt, dafür hat man diesen kleinen Luxus, dass man mal zwei Clans hat hier, die relativ gut befüllt sind, wo viel Aktivität ist. Und wo ja man letztendlich auch mal im anderen Clan ein bisschen rumschnüffeln kann. Wie läuft es da eigentlich so? Was kriege ich da für Gegner vor allen Dingen? Denn der Gara hier war der einzige Elfer, hat den Gegner Elfer jetzt auch nur mit 1 Stern versehen. Aber das macht überhaupt nichts, denn die 10er und 9er, ihr habt das ja gesehen, als ich das eben zu Anfang reingespult habe, die haben hier richtig schön gedefft. Und was man auch nach wie vor selten sieht, der Gara, bei dem sehe ich das oft, sind Hockrider. Hockrider im RH10 und RH11 Bereich sind ja eher selten, selbst RH11 auf RH10 ist selten, dass jemand Hocks benutzt. Und der Gara benutzt sie aber sehr, sehr häufig, denn wenn erstmal der zweite Inferno weg ist, ja, dann haben die Hocks hier auf Level 7, ich will nicht sagen leichtes Spiel, aber sie haben ein Spiel. Und zwar heißt das Spiel, macht den Bombenturm kaputt, macht die letzte Kanone kaputt. Und dann nüppeln wir mal eben den King nieder. Ja, also so geht das hier nämlich ab. Und ihr hört schon daran, ich habe den Angriff natürlich schon mal gesehen. Gar keine Frage. Also echt klasse gemacht hier. Toller Angriff auf die Nummer 2. Und das sind natürlich super 3 Sterne hier. 1 auf 2. Das konnte der Gegner in keinster Weise oben auch nur kompensieren. Und so ist das hier ja auch der 5. Sieg in Folge gewesen. Also Glückwunsch nochmal hier nach drüben an die Jungs und Mädels aus TW1 und viel, viel Erfolg, vor allen Dingen im jetzigen Clankrieg. Ich hoffe, es verlässt keiner den Clan hier, denn das sieht bei TW1 ganz anders aus. Da gehe ich jetzt mal hin. Jawohl,
Kleiner Streamtest. Hier bin ich bei TV1. Die Folge geht ein bisschen länger, also seht's mir nach, dass die Mittagsfolge ein bisschen länger geht. Die zweite Folge um 16:30 Uhr wird ein bisschen kürzer, aber sie wird ein bisschen knackiger. Und deswegen gehen wir auch hier direkt mal in den CK rein. Also auch hier wieder kleine Analyse. Bis 11 haben wir hier die Rathäuser 11 und der Gegner hat hier die Rathäuser schon mal bis 14 auf 11. Boah. Könnte man mal meinen, ist engineered, aber wenn wir hier reingucken, dann hat er nur Infernus, keinen Adler und weitgehend RH9 Div, also durchaus machbar für einen Zehner. Auch dieser hier hat keinen Adler, er hat eine Dev, gar keine Frage. Und mal gucken, wie sich die Kollegen hier überhaupt schlagen in diesem kleinen Engineered-Bereich. Im unteren Bereich sind sie ein bisschen besser, haben viel, viel mehr Zehner als wir. Aber der Bereich, und ihr seht das hier, hier nochmal ein Elfer, hier nochmal ein Elfer, da nochmal ein Elfer und hier nochmal ein Elfer. 35, also sind wir ja schon relativ weit unten, aber wenn wir mal ehrlich sind, so richtig Elfer sind das auch nicht. 230 Truppen und was hat er so auf Pfanne? Naja, er hat Drachenmax und er hat Blitzmax. Da wissen wir doch schon, womit er angreift, oder? Dann kann man sich schon mal ein bisschen einstellen in der Range, kann vielleicht seine Base so fertig machen, dass möglichst viel gegen Luft verteidigt wird, denn mit was anderem wird er nicht angreifen hier. Kann der auch gar nicht. Und ja, mal sehen. Ich bin da ganz entspannt. Der Unterbereich hier ist so richtig nicht entspannt, aber da hoffe ich mal, da erhoffe ich mir richtig was raus, denn die Kollegen haben hier ein Lohrathaus, haben hier na, für ein RH7 auch noch was dabei. Leider haben wir kein RH7 dabei, sondern wir haben ein paar RH8er dabei. Und das geht hier, glaube ich, hoch bis zur, ich hätte fast gesagt, bis auf 41. Denn auch der ist noch von, der ist gerade noch so grenzwertig vom RH8er zu machen. Denn wir haben auf unserer Seite 6 RH8 hier unten im Bereich. Das freut mich ganz, ganz besonders, dass wir hier mal wieder in TW1 mit so einer Masse RH8 hier starten. Also echt super. Vielen lieben Dank, dass ihr hier reingekommen seid. Denn und dass ihr auch unseren Aufruf gefolgt seid, kommt mit R8 herein. Der Razer, der Lukas, der Elias, der Nitrix, Sandsturm und Knockout ist auch noch kurzfristig hinzugekommen. Und wenn wir uns jetzt mal unsere R8er hier unten anschauen, dann seht ihr das schon so ein bisschen auch an den Level. Ja, 85, 92, 99, 89. Also Hut ab, das sind echt gute Zehner. Auch wenn so hier und da noch nicht so viel im CK gespielt wurde, aber ich sehe das doch sehr, sehr zuversichtlich. Den Elias haben wir schon gesehen bei meinen Hausbesuchen. Ja, der hält sich ganz nach dem Toto-Prinzip, voll durchgemaxt hier. Also echt krass. Und auch unser letzter, der Razer hier, sieht nicht schlecht aus. Ja, er hat einen 10er King, hat 3er Drachen und go. Also schön hier. Das freut mich total, dass auch hier der Aufruf angenommen wurde. Und ich hoffe, dass hier niemand den CK verlässt, denn beim Gegner, boah, da gucken wir auch mal rein. Da haben schon welche die Segel gestrichen. Ja, hier unten die drei. Das sind schon mal 6 Angriffe weniger. 7, 8 Angriffe weniger. Oh, 9, 10 Angriffe weniger. Mal gucken, ob der sich auch auflöst. Denn der Hocker hatte das eben schon mal im Chat geschrieben. Wo zwar einige schreiben, ja, war klar, dass die wieder CW-Accounts haben und so weiter. Aber Hocke, ihr seht das, das gewinnen wir. Ich bin zuversichtlich. Ja, mal sehen. Wir haben hier 8 rote mit reingenommen. Mal sehen, ob das so eine kleine Säuberungsaktion auch wird im Clan. Aber ich glaube mal nicht, denn der eine oder andere rote wird, glaube ich, angreifen. Den habe ich heute schon gesehen. Und wir können wirklich gespannt sein auf heute Abend. Ich bin es auf jeden Fall. Und ich weiß auch nach wie vor nicht, was ich mir damit antue, aus 2 Clans hier immer wieder CK-Angriffe zu zeigen. Also ihr seht das hier. Ich übe das auch ganz, ganz brav. Oh, da muss ich natürlich die Zweier machen. Hier bin ich wieder auf dem Barfuß und dann bin ich hier wieder auf dem Toto. Also so wird das heute Abend. Ich habe hier 2 Tablets, habe ein Handy, habe 2-mal Clash of Clans auf dem PC aus. Kann ja nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, ihr seht euch die 16.30 Uhr Folge noch an, denn da haben wir auch noch mal richtig was Cooles zu sehen. Und ich will trotzdem sagen, bis dahin, euer Toto. Clash.